Klaus von technophil.de auf der IFA bei HTC. Ich habe hier das HTC Desire 820, was gerade im Vorlauf der IFA angekündigt wurde. Ein großes Phablet mit 5 Zoll Bildschirmdiagonale, HD-Display. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen, das macht einen richtig guten Eindruck. Blickwinkel sind absolut sauber. Das ganze Gerät wirkt zwar sehr flach, ist zwar Kunststoff, hier jetzt in der weiß-blauen Version, aber wirkt sehr, sehr robust irgendwie, macht einen richtig schönen Eindruck. Drin steckt auch ein sehr spannender Prozessor, das ist der Snapdragon 615, ein Octa-Core-Gerät mit LTE-Unterstützung. Zudem ist es zwar einerseits diese Big Little-Architektur von ARM, kann aber tatsächlich auch alle 8 Kerne gleichzeitig einsetzen. Das ist eine richtig spannende Architektur. Und drauf ist natürlich aktuelles Android 4.4 zusammen mit HTC Sense in der Version 6. Richtig? Und speichermäßig sind wir mit 16 GB Festspeicher hier am Start und 2 GB RAM. Den Speicher kann man dann per MicroSD-Karte bzw. SDXC-Karte noch erweitern um bis zu 128 GB. Also alles unterstützt, was es zurzeit so gibt. Hier daneben liegt noch ein anderes Gerät in einer grauen Farbvariante. Sieht ein bisschen dezenter aus, aber immer noch recht schick durch die hellgrau abgesetzten Elemente. Durchaus spannende Sache. Ja, ich finde, macht erstmal einen sehr guten Eindruck. 329 Euro ist die unverbindliche Preisempfehlung. Ist natürlich jetzt nicht eins der ganz billigen Geräte, aber dafür bietet es auch eine ganze Menge Leistung. Und ich werde mal schauen, ob ich vielleicht ein Testgerät ergattern kann, sodass wir da demnächst auch einen Testbericht von machen können. Bis denn, Klaus von technophil.de auf der IFA.